Einen wunderschönen guten Tag. Willkommen zu meinem neuen Let's Play Baphomets Fluch 5, der Sündenfall. Wir sind mittlerweile in Part 3 angelangt. Nico muss zu dem Tatort rein, aber der Polizist lässt sie nicht rein. Also suchen wir uns mal einen Weg reinzukommen. Los geht's. Die Leiche war immer noch da drin. Ich musste wieder rein. Es war ein Büro. Der Raum war voll mit sonderbarem Plunder. Mein Presseaus. Mein Smartphone. Möglicherweise das wichtigste Werkzeug des Journalisten. Das Pissoir war ebenso dekorativ wie unangenehm. Madame? Bonjour, Monsieur. Was immer Sie wollen, wir haben geschlossen. Und warum stehen Sie dann hier? Das würden Sie nicht verstehen, Madame. Probieren Sie es aus. Ich brauche Sie nur anzusehen und weiß, Sie sind wie all die anderen. Die anderen? Die hübschen Frauen, die shoppen gehen, die tratschen, die sich Verwöhntage gönnen und Mandelcroissants. So schlimm, ja? Und die Männer mit ihren Pflegeprodukten und ihren gewinnerten Schuhen und ihren schmalen Anzügen. Sie kommen in mein Café und bestellen Lattes, Macchiatos, Frappés. Ich weiß, was Sie meinen. Er scheint sehr frustriert. Sind wir dafür auf die Barrikaden gegangen, Madame? Haben wir dafür das Pflaster aufgerissen? Unser Blut vergossen? Nicht? Nein, Madame, dafür nicht. Wir haben für Ideen gekämpft. Für die Philosophie, Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Vive la Revolution! Und wissen Sie, was uns im Kampf beflügelt hat? Nee. Was uns antrieb in jenem glorreichen Pariser Frühling? Was unseren Herzen Frauen. Flügel verlieh? Billiger Wein und freie Liebe? Nein, Madame, nein. Der französische Café Noir hat uns inspiriert. Die simple demi-tasse, der schwarze, süße Geschmack der Freiheit. Und deswegen haben Sie geschlossen? Ja, Madame. Ich bediene nur Denker, Philosophen, Revolutionäre. Und Sie, Madame, mit Ihrem netten Top und Ihren spitzen Absätzen sind nichts dergleichen. Eieiei. Das ist doch ein Café. Diskriminierend. Ja, für die richtigen Leute. An jedem anderen Tag hätte ich diesem Typen sofort eine reingehauen. Zu Recht. Aber er konnte mir vielleicht helfen, in die Galerie zu kommen. Der Kellner kümmerte sich mit kaum verhohlener Verachtung um seine Tische. Monsieur? Oui, Madame? Das Leben ist kurz, Madame. Der Sand der Zeit rinnt Ihnen durch die Finger. Ja, kann schon sein, aber... Wir wissen nicht, was wir wollen. Und doch sind wir verantwortlich für das, was wir sind. Es ist ein Verbrechen geschehen. Das ist schrecklich, Madame. Aber Sie wissen ja, was man sagt. Nein, aber Sie werden es mir sicher gleich erzählen. Das menschliche Leben beginnt jenseits der... Eine ziemliche Labertasche. C'est vrai, no? Ja, schon klar. Er trieb mich an den Rand der Verzweiflung. Während der Unruhen kämpften wir gegen die Mächte der Unterdrückung. Oh, wirklich? Das war sicher ganz furchtbar. Oh ja! Sarkasmus on. Nur musste ich leider mit den anderen Baristas hinter den Barrikaden bleiben. Wir kochten literweise Kaffee für den Widerstand. So viel Kaffee habe ich noch nie gekocht. Natürlich mussten unsere tapferen Helden dann ständig pinkeln. Hm. Aber dank unserem Kaffee haben sie die ganze Nacht gegen diese Speichellecker gekämpft. Nichts von all dem half mir, an Sergent Mouet vorbeizukommen. Au revoir.
Monsieur? Vielleicht dürfte ich ja mal was aussuchen. Der Weg zur Erleuchtung ist lang. Au revoir. Nee. Sackgasse. Ein Buntglasfenster. Okay, hier ist nichts weiter jetzt. Gehen wir mal in die Metrostation. Ich würde nicht gehen, ohne mich mit George... Geht nicht, okay. Ich hatte wichtige Informationen. Sprechen wir nochmal mit ihm. Salut. Bonjour, Madame. Mir ist noch etwas zu dem Verbrechen eingefallen. Dann sollten Sie es Inspektor Navette gleich sagen. Also, kann ich dann rein? Nein. Nein. Wollen Sie mein Foto von dem Dieb sehen? Ils ne passeront pas. Was heißt das? Keine Ahnung. Wenn Sie so müde sind, leiden dann nicht Ihre Pflichten darunter? Madame, ich bin absolut professionell. Ich würde doch nie meine Pflichten vernachlässigen. Ich stehe ihr als Inge mein Leben davon ab. Ändere mein Job. Sie sagten was von einem Zwischenfall. Was war denn da? Ich will nicht darüber reden. Ich kann nur sagen, es war sehr misslich. Hat er sich in die Hose gemacht? Ich bin im Dienst und muss mich konzentrieren. Mouet hätte kein Interesse. Sergeant Mouet könnte eine dieser tollen Tassen Kaffee brauchen. Danke, Sergeant Mouet. Na komm raus, Dickerchen. Kaffee. Monsieur? Madame? Ich bin nicht das, wofür Sie mich halten. Das Sein ist... Das Sein ist das, was es ist. Das Sein ist das, was es ist. Sartre, das Sein und das Nichts. Bravo, Madame. Gut geraten vielleicht. Au revoir. Auf der Karte stand schwarzer Kaffee und eine kleine Auswahl anderer Getränke. Monsieur? Madame? Dieser Kellner hasste seine Gäste. Das menschliche Leben beginnt jenseits der Verzweiflung. Genau. Können wir reden? Tut mir leid. Keine Zeit für Personalpolitik oder Altersvorsorge oder worüber Sie sonst so tratschen am Wasserspender. Ich auch nicht. Au revoir. Die kürzeste Getränkekarte, die ich je gesehen hatte. Monsieur? Madame, das menschliche Leben beginnt jenseits der Verzweiflung. Genau. Au revoir. Fürchterlich, fürchterlich. Och, hey, was machen wir? Kann man hier irgendwas machen? Ein Buntglas. Ein Bunt... Nee, kann man nicht. Gucken wir mal hier oben. Ah! Anrufen! George! Hi, George. Ich stehe vor der Galerie. Gott sei Dank bist du okay, Nico. Inspektor Mouet ist hier draußen und lässt mich nicht rein. Ich habe ein paar Fotos geschossen, aber der Typ ist abgehauen. Der arme Henri ist tot. Ich weiß. Aber warum nur? Das versuche ich herauszufinden. An der Alarmanlage ist rumgespielt worden. Sieht für mich wie ein Insiderjob aus. Also nicht der übliche Raub. Und nicht das übliche Gemälde. Der Priester behauptet, La Maledictio sei böse. Ich muss in das Büro nachsehen, was die Überwachungskamera zeigt. Vielleicht könntest du mir helfen, wenn du wieder drin bist? Okay.
Rufen wir an. Da war noch eine Nummer. Ronny. Ronny, ich bin in der Ausstellung im Montmartre. Du ahnst nicht, was ich für einen Knüller habe. Du machst Witze, das ist ein Saftladen. Was soll da schon Aufregendes passieren? Mord und Totschlag. Ein Gemälde wurde geraubt und der Galeriebesitzer erschossen. Was? Okay, sprich mit jedem, der was gesehen hat. Lichte alles ab. Und ruf mich an, sobald du eine Story hast. Wenn du schnell bist, schaffen wir es in die Abendausgabe. Bis dann, Nicole. Alles klar. Das konnte die Story sein, auf die ich seit Jahren gewartet hatte. Hier, mein Presseausweis. La Liberté! Madame, Sie sind nicht das, wofür ich Sie gehalten habe. Wir haben's. Bitte nehmen Sie meine ärztliche Tiefempfindung. Gerne, gib mir Kaffee, Junge. Kaffee, Kaffee, Kaffee. Aber ja, ich nehme an. Weswegen? La Liberté, die große Zeit der Freiheit. Frauenverachtender Mensch. Im dichtesten Kampfgetümmel zwischen all dem Tränengas und dem Blut, da trug La Liberté die Stimme unserer Revolution hinaus in die Welt. Ich weiß jetzt, dass Sie nicht so eine sind. Sie bestellen bestimmt keine Mandelcroissant. Sie sind eine wahre Tochter Frankreichs. Und ich bin Ihr ergebener Diener. Monsieur? Also Kaffee. Madame? Können wir mal kurz reden? Jederzeit, Madame. Ja, also, Galerie. Haben Sie mitbekommen, ob vorhin in der Galerie etwas passiert ist? Ich habe Sie hinter einem Pizzalieferanten herlaufen sehen. Es hieß, er habe jemanden getötet. Das stimmt. Er hat ein Gemälde gestohlen und den Galeristen erschossen. Wie nah wir dem Tode sind. Und doch so weit davon entfernt, ihn jemals zu begreifen. Tja, ich muss unbedingt wieder da rein und herausfinden, was passiert ist. Sehr lobenswert, Madame. Die Wahrheit zu suchen, ist ein nobles Unterfangen. Es ist meine Pflicht als Journalistin. Der Kellner brauchte meinen... Stimmt. So, wie wär's mit einem Kaffee? Für Sie, Madame, natürlich. Ich kann Ihnen nur eine Art Kaffee servieren. Schwarz, stark, in einer winzigen... Gerne, her damit. Einen Moment. Ja, den Moment haben wir. Mühsam, mühsam war's, diesen Mann davon überzeugen, dass Frauen auch gute Menschen sind. Hier ist Ihr Kaffee, Madame. Danke sehr. Vielen Dank, Monsieur. Warum nimmt sie den Kaffee nicht mit? Was ist mit ihr nicht richtig? Der Kaffee war heiß und stark. Machen Sie mir einen Kaffee zum Mitnehmen? Für eine Revolutionsgenossin? Sehr gern, alles klar. Madame. Einen Moment. Die äxt den Kaffee so weg. Unglaublich kalt, diese Nico. Hier ist Ihr Kaffee zum Mitnehmen, Madame. Vielen Dank, Monsieur. Ohne Bezahlung. Einfach so Gas in die Jackentasche und dann schauen wir uns den nochmal an. Das war Luxuskaffee in Billigplastik. Okay, weiter geht's. Da wird sich jemand freuen. Sergent Mouet, ich habe Ihnen einen Kaffee mitgebracht. Kaffee? Fantastisch. Kann ich gut gebrauchen. Warten Sie! Ich darf nicht. Mein kleines Problem. Ein kleines Tässchen kann ja wohl nicht schaden. Sehr verlockend, Madame, aber ich kann's nicht riskieren. Leider. Dieser Zwischenfall, es ging um Sie, etwas Kaffee und Ihr kleines Problem? Es war ein Trauerspiel, Madame. Ich bin ganz Ohr, Sergeant. Nun, Sie wirken recht verständnisvoll. Du hast dir eine Hose gemacht. Ich verrate es Ihnen. Wie schön. Ich war zur Bewachung des Präsidentenhundes persönlich eingeteilt. Eines Tages, en vacances, hatte der Präsident ein Privatgespräch mit einer Ministerin. Ich blieb bei seinem Hund.
Zum Wachbleiben hatte ich Kaffee getrunken und verspürte nun ein gewisses Bedürfnis. Also band ich den Hund an einen Baum und schlug mich in die Büsche. Als ich zurückkam, ertappte ich den Hund bei einer Liaison dangereuse mit dem Terrier der Ministerin. Aber wie ist das rausgekommen? Nun, 2 Monate später brachte der Labrador des Präsidenten sechs prächtige Bastarde zur Welt. Und ich wurde degradiert zum Sergeanten. Gleich nach der Scheidung des Präsidenten. Eine himmelschreiende Ungerechtigkeit, Sergeant. Sergeant. Ja. Finden Sie? Aber natürlich. Sie wussten, Sie durften nicht auf Posten einschlafen. Sie bewachten doch den Präsidenten. Nun ja, er seinen Hund. Das war doch das Gleiche. Tja, wohl schon. Und indem Sie Kaffee tranken, brachten Sie unserer ruhmreichen Republik das größte Opfer dar. Ihre Karriere. Jetzt, wo Sie sagen, gut, ich trinke doch einen Kaffee. Sagen? Und nun spricht die Grande Nation erneut zu Ihnen. Trinken Sie, Sergeant Mouet, trinken Sie, flüstert sie. Tut sie? Tut sie. Trinken oder auf Posten einschlafen? Was denken Sie? Ich denke, ich werde... Brava, Sergeant Mouet. Bravo, Sergeant. Oh weh, wenn Sie entschuldigen, Madame, ich muss mal für kleine Gendarmen. Das Zeug ist einfach durchgerauscht. Bewachen Sie den Galerieeingang für mich? Oh, seien Sie unbesorgt, Sergeant. Ich hatte Moe abgelenkt. Also, jetzt oder nie. Und drin sind wir. Wie sind Sie an Sergeant Mouet vorbeigekommen? Ich habe Ihnen Kaffee gegeben. Ich bin nicht so leichtgläubig, Madame. Ich werde Sie später verirren. Nico, bin ich froh, dich zu sehen. Und wo liegt das Problem? Der Inspektor beobachtet mich mit Argusaugen. Ohne Ablenkung komme ich da nicht rein. Ich sehe mal, was sich machen lässt. So, liebe Freunde des Adventures, bevor wir den Inspektor jetzt ablenken gehen, speichern wir ab und beenden Part 3 und sind gleich mit Part 4 wieder zurück. Bis bald.